Im Leben kann man nie genau wissen, was einem die Zukunft bringen wird. Dies ist das beste Beispiel dafür. Wir zeigen euch in diesem Video, wie eine amerikanische Gynäkologin auf eine Muslima traf und was dann passierte. Sie erzählt uns im Folgenden ihre Geschichte. Ich arbeite als Geburtshelfer in einem amerikanischen Krankenhaus. Eines Tages kam eine schwangere muslimische Frau, um ihr Kind zu gebären. Es war kurz vor meinem Feierabend und ich teilte der Frau mit, dass ihr Kind bald kommen würde. Ein anderer Arzt würde gleich für mich übernehmen und ihr bei der Geburt helfen. Als sie erfuhr, dass es sich um einen männlichen Arzt handeln würde, begann sie zu weinen. Doch ich versicherte ihr, dass er sich gut um sie kümmern würde und zudem auch kein anderer Arzt zur Verfügung stehen würde. Ich konnte nicht wirklich nachvollziehen, warum sie unbedingt eine weibliche Geburtshelferin wollte und fragte nach. Die Frau entgegnete, dass sie nicht wolle, dass jemand anderes als ihr Ehemann ihren Körper zu Gesicht bekommt. Außer ihrem Vater, ihren Brüdern und ihrem Onkel habe sie auch noch keinen Mann ohne ihre Verschleierung gesehen. Zudem bat sie mich, ihren Wünschen nachzukommen und ihren Glauben sensibel zu behandeln. Ich konnte nicht wirklich nachvollziehen, worum es ihr dabei ging, doch kam ich ihren Wünschen nach und ging nicht nach Hause. Stattdessen half ich ihr bei der Geburt, welche vollkommen normal und ohne Zwischenfälle ablief. Danach ging ich nach Hause. Am Tag darauf besuchte ich die Frau und ihr Baby, um zu schauen, ob alles in Ordnung war. Zudem teilte ich routinemäßig mit, dass es nicht zu empfehlen ist, kurz nach der Geburt wieder Geschlechtsverkehr zu haben. Damit sollte man etwa 40 Tage warten, da es sonst zu Infektionskrankheiten kommen könnte. Ich war überrascht, als sie mir mitteilte, dass sie dies bereits wüsste, denn Geschlechtsverkehr wäre im Islam bis 40 Tage nach der Geburt verboten. Die Information basierte auf unserem modernen Stand der Forschung. Wie konnte es also sein, dass der Islam dies scheinbar bereits vor 1400 Jahren herausgefunden hatte? Während ich noch darüber nachdachte, kam der Kinderarzt ins Zimmer. Er untersuchte das Baby und gab den jungen Eltern dann den Rat, das Baby eher auf die rechte Seite zu drehen, damit das kleine Herz bequem arbeiten könne. Diesmal meldete sich der Vater des Kindes zu Wort und gab an, sie hätten dies schon getan, da der Prophet Mohammed dies empfohlen hatte. Nun war ich wirklich überrascht und beschloss herauszufinden, welche ähnlich fortschrittlichen Regeln es im Islam bereits seit einer langen Zeit gab. Ich nahm mir ein paar Wochen frei, um diese Religion besser kennenzulernen. Ich entdeckte immer mehr diese Information und konnte einfach nicht glauben, dass dieses Wissen bereits seit so langer Zeit existiert hatte. Wissen, für welches ich jahrelang studiert hatte. Ich besuchte eine islamische Gemeinschaft in der Umgebung und unterhielt mich mit vielen Muslimen. Und je besser ich sie kennenlernte, desto begeisterter wurde ich auch von ihrer Religion. Ein paar Tage später beschloss ich, diese Religion selbst anzunehmen, da sie für mich einfach so vieles Gutes mit sich brachte. Heute gibt es für mich keinen Gott mehr außer Allah und ich bin glücklich über diese Begegnung im Krankenhaus, welche mich zum Islam gebracht hat.